Sehr geehrte Damen und Herren Fraktionsvorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten, sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt Wiese, sehr geehrter Herr Professor Cornelissen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist der besonderen Situation geschuldet, dass wir die diesjährige Gedenkveranstaltung anlässlich des Kriegsendes am 8. Mai 1945 mit nur wenigen Gästen und in digitaler Form aufzeichnen. Und insofern begrüße ich Sie, die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen, sehr herzlich im Namen der Abgeordneten des Hessischen Landtages, ganz besonders im Namen der heute auch hier anwesenden Fraktionsvorsitzenden Klaus Wagner und Lambrou und im Namen der heute hier anwesenden Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten Hofmann, Hahn und Dr. Wilken. Mein besonderer Gruß und mein besonderer Dank gilt unseren heutigen Ehrengästen, Herrn Wiese und Herrn Professor Cornelissen. Sie werden die heutige Gedenkveranstaltung mit ihrer fachlichen Expertise und natürlich auch mit den eigenen Erlebnissen in der deutschen Nachkriegszeit bereichern. Gerhard Wiese ist nicht nur Zeitzeuge der deutschen Nachkriegsjahre, sondern er war als Staatsanwalt, als Ankläger im Frankfurter Auschwitz-Prozess tätig. Und Professor Christoph Cornelissen ist Professor für neueste Geschichte an der Goethe-Uni in Frankfurt. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte Westeuropas im 19. und 20. Jahrhundert, die Historiografiegeschichte, die Geschichte der Erinnerungskulturen sowie die Methoden und Theoriefragen der Geschichtsschreibung. Und ich darf vielleicht ein bisschen Werbung machen für ein tolles Werk, was Herr Professor Cornelissen vor wenigen Wochen herausgebracht hat, Europa im 20. Jahrhundert, durchaus lesenswert. Und sehr herzlich willkommen möchte ich natürlich auch heißen das Duo Brillante, Frau Eva-Theresa Schomerus und Frau Katharina Martini, die die Gedenkveranstaltung heute mit Harfe und Querflöte musikalisch umrahmen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der 8. Mai 1945 markiert die vollständige militärische Niederlage des nationalsozialistischen Deutschlands. Und zugleich ist der 8. Mai 1945 auch eine tiefe Zäsur in der deutschen, aber natürlich auch in der europäischen Geschichte. Für viele war er der Tag, an dem endlich die Waffen schwiegen und das Morden in Europa ein Ende hatte. Für viele, auch in meiner Familie, war es ein Tag, mit dem sie auch Hoffnung verbanden. Die Hoffnung, dass jetzt Väter, Söhne, Enkel, Großväter, Onkel und Neffen, so viele Tausende, ja so viele Hunderttausende Männer, wenn sie denn überlebt hatten, nach Hause zurückkehren würden. Obgleich der 8. Mai jetzt schon 76 Jahre zurückreicht und der Friede in unserem Lande 76 Jahre währt, ist der Zweite Weltkrieg immer noch sehr gegenwärtig. Das liegt natürlich an der Dimension dieses, ja, man muss es Weltenbrand nennen. Und natürlich liegt es auch zum anderen am Generationengedächtnis. Es dürfte kaum eine Familie geben, die nicht eines oder mehrere Opfer zu beklagen hätte. Rund 70 Millionen Menschen, man muss sich diese Zahl vor Augen halten, rund 70 Millionen Menschen verloren ihr Leben oder litten an den Folgen der Gefangenschaft. Frauen weinten um ihre Männer, Mütter um ihre Söhne. Und jahrelang drückte die Ungewissheit um die Vermissten auf die Seele ihrer Angehörigen. Auch ich kenne die Erzählungen in der Familie, wie man wieder und wieder erfolglos am Bahnhof auf einen der Vermissten wartete oder wie man auf Scharlatane und Betrüger reinfiel, die vorgaben zu wissen, wo sich dieser oder jene Frontrückkehrer bzw. aus einem Gefangenenlager Entlassene befände. Am Ende dieses schrecklichen Krieges war Deutschland besiegt, besetzt und durch eigene unsägliche Verbrechen befleckt. Allerdings auch von der nationalsozialistischen Diktatur, von dieser verbrecherischen Diktatur befreit. Die Deutschen hatten lange Zeit einen, ja, man muss sagen, schwierigen Zugang zur objektiven Bedeutung dieses historischen Ereignisses und zu seinem Standort in unserer Geschichte. Je nach Perspektive wurde der 8. Mai als Zusammenbruch, als totale Niederlage, als Gefühl des völligen Ausgeliefertseins oder eben als Befreiung und auch als Erlösung erlebt. Theodor Heuss hat
die Zerrissenheit der Deutschen bei der Einordnung des Datums folgendermaßen beschrieben. Ich zitiere: Im Grunde genommen bleibt dieser 8. Mai die tragischste und fragwürdigste Paradoxie der Geschichte für jeden von uns. Warum denn? Weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind. Der Zustand unseres Landes war 1945 gekennzeichnet durch die Abwesenheit jedweder staatlichen Ordnung. Und doch haben wir Deutsche an jedem 8. Mai des Jahres 1945 ja eine Chance erhalten, die Chance auf einen demokratischen Neubeginn. Ich bezweifle, dass irgendjemand zu dieser Zeit wahrhaftig daran glaubte, dass es nur 4 Jahre später die beste Verfassung in der deutschen Geschichte geben wird, dass nur in 12 Jahren danach die Städte wieder aufgebaut sein würden, rund 14 Millionen Heimatvertriebenen und Flüchtlingen integriert worden seien und dass die Vereinigten Staaten von Amerika dem deutschen Volk mit dem Marshallplan auf die Beine geholfen hätten. Oder dass 25 Jahre nach Kriegsende mit Willy Brandt ein deutscher Bundeskanzler den Friedensnobelpreis bekommen wird. Aber machen wir uns nichts vor. Durchlittene Bombennächte, die harten Hungerwinter der ersten Nachkriegsjahre und natürlich auch der Überlebenskampf unter den anarchischen Alltagszuständen ließen viele Deutsche keinen selbstkritischen Gedanken an die Vergangenheit fassen. Viele empfanden sich selbst als Opfer und sie ersparten sich so die Gedanken an die wirklichen Opfer, an die millionenfach ermordeten Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Kranke, andere Völker, insbesondere in der Sowjetunion und in Polen und die vielen, vielen anderen. Es muss tief irritieren, dass der Überlebenstrieb Schuldgefühle abgeschaltet hat und dass viele Deutsche erst sehr widerstrebend und widerwillig begannen, sich den in deutschem Namen begangenen Verbrechen zu stellen. Und es waren beispiellose Verbrechen, denen sie sich zu stellen hatten. Niemand könnte von diesen Erfahrungen besser berichten als Sie, verehrter Herr Wiese, der Sie damals als Staatsanwalt gemeinsam mit Ihren Kollegen Joachim Kügler und Georg Friedrich Vogel die Anklage in einem besonderen Prozess vertraten. In dem Prozess, den der damalige hessische Generalstaatsanwalt, man muss sagen, gegen sehr viele politische, aber auch gesellschaftliche Widerstände eingeleitet hat, im Frankfurter Auschwitz-Prozess. Dieser Prozess hat das Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland verändert. Erst er hob die unvergleichliche Dimension der nationalsozialistischen Judenvernichtung ins Bewusstsein der Deutschen und auch ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit. Mit den Auschwitz-Prozessen schufen Bauer und seine Staatsanwälte einen öffentlichen Verhandlungsraum für das, was die Welt eigentlich nicht erfahren sollte. Der Auschwitz-Prozess war ein Meilenstein für die deutsche Gesellschaft und der Auschwitz-Prozess war im wahrsten Sinne des Wortes ein Wendepunkt. Und genau das ist es, was die Wucht dieses Prozesses ausmacht. Und wären die Deutschen nicht bereit gewesen, sich dann doch noch der einzigartigen Monstrosität des Holocaust und auch der Verantwortung für schrecklichste Kriegsverbrechen zu stellen, meine Damen und Herren, wie hätte dieses Land jemals wieder in die Zivilisation zurückfinden? Und wie hätte dieses Land jemals wieder zu einem geachteten Mitglied der Völkergemeinschaft werden sollen? Heute, 76 Jahre danach, müssen wir dennoch kritisch hinterfragen, ob wir wirklich alle Lehren aus dieser Katastrophe gezogen haben. Wir leben heute in der stabilsten und in der freiheitlichsten Demokratie, die es jemals auf deutschem Boden gegeben hat. Aber sind wir immun gegen Ideologien, gegen Radikalisierungen, gegen Hass, gegen Hetze und gegen Rassismus? Sind wir davor gewappnet, dass Loyalität, die Bereitschaft zur Pflichterfüllung und zum Einsatz für Ideale irregeleitet wird in kollektives schändliches Handeln? Ist uns bewusst, dass unsere demokratische Verfassung, dass unser Grundgesetz zwar als Bollwerk gegen jede Form von Totalitarismus geschrieben wurde, aber alle aus ihr fließenden Errungenschaften nicht auf Dauer von ihr alleine garantiert sind? Meine Damen und Herren, zu oft haben wir in den zurückliegenden Jahren und Monaten auch Rückschläge erlebt. Zu oft hat längst für überwunden geglaubtes Gedankengut wieder unverhohlen seine Fratze gezeigt. Und ich finde, das ist nicht nur beschämend und bedrückend, sondern es zeigt im Übrigen auch,
wie ungeheuer notwendig es ist, Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Das ist Ihr Auftrag. Das ist unser Auftrag. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zur Gedenkveranstaltung anlässlich des Endes des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945 hier im Hessischen Landtag.
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Wiese, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind hier zusammengekommen, um an den 8. Mai 1945 zu erinnern. Und ich schließe direkt mit meinen Worten an die Rede des Landtagspräsidenten an. Eine tiefe Zäsur in der deutschen, europäischen und vielleicht auch sogar globalen Geschichte. Wir erinnern an diesen Tag, obwohl wir alle wissen, dass das eigentliche Kriegsende, wenn wir es weiter begreifen, viel weiter zurückreicht. Die militärische Wende von Stalingrad im Osten 1942-43, die Landung der Alliierten in Nordafrika und ihr Kampf durch die Apenninische und über die Apenninische Halbinsel in den Norden, dann die Landung in der Normandie 1944 im Sommer. Die Kriegswende kann anders weitergesehen werden. Und wir müssen sie weitersehen, um zu begreifen, was ist passiert in Deutschland, im Deutschen Reich? Was ist in Europa passiert in diesen Monaten zwischen, ich darf es so kurz nennen, Stalingrad und dem 8. Mai? Wir haben Hunderttausende Tote, gefallene Soldaten auf allen Seiten, aber unendlich viele auch auf deutscher Seite, so viele wie nie zuvor. Der Bombenkrieg, der über Deutschland immer intensivere Formen annahm, Evakuierungen in einem megalomanischen Ausmaß, Flüchtlinge, Vertriebene, die Welt war in Bewegung gekommen. Europa war, wenn ich es so salopp ausdrücken darf, ein Ameisenhaufen geworden, in den jemand einen Stock hineingeschlagen hatte oder die Bomben hineingeworfen hatte. Vor diesem Hintergrund reden wir als Historiker heute, wenn wir die deutsche Gesellschaft dieser Monate in den Blick nehmen, die verzweifelt war, die zu großen Teilen das Ende des Krieges herbeisehnte, auf anderer Seite den Krieg auch erfolgreich zu Ende führen wollte, sehen wir eine Gesellschaft, die zunehmend zermürbt, verzweifelt war. Mit immer mehr Toten, mit immer mehr Verletzten, mit immer mehr Menschen, die herumirrten und ihre Verwandten suchten und nicht mehr fanden. Und in dieser Lage und aus dieser Lage heraus hat sich gewissermaßen ein Gefühl, eine Ambivalenz eingestellt. Einerseits ein Festhalten am Führerstaat als letztem Anker einer gewissen Sicherheit und auf der anderen Seite die verzweifelten Bemühungen, diesen NS-Führerstaat loszuwerden, in einer Situation, in der die SS, die anderen Ordnungsorgane des Dritten Reiches, aber auch der Staat selber immer stärker sich auch gegen die eigene Bevölkerung wandte. Wir haben die Endkriegsverbrechen in einem Ausmaß wie in keinem anderen Land. Tausende Deutsche sind diesen Verbrechen zum Opfer gefallen. Und von dieser Ambivalenz will ich ganz kurz berichten zu Beginn, Herr Wiese, und dann beginnt unser Gespräch, auf das ich mich sehr freue. Ich habe Ihnen mitgebracht den Band, einen Band von Walter Kempowski, Ihnen sicherlich bekannt als deutschen Literaten und Sammler von Stimmen. Walter Kempowski, der ein Mammutwerk, das Echolot, vor seinem Tod zusammengeführt hat, indem er zeitgenössische Stimmen aus dem Zweiten Weltkrieg zusammengetragen hat. Und ich habe hier nur einen Band eines großen Gesamtwerkes mitgebracht. Und ich will vier Stimmen kurz hier zitieren, um unser Gespräch dann auch einzuleiten. Stimmen von Persönlichkeiten, die Sie größtenteils kennen, nicht alle kennen können. Der erste, den ich zitiere, ist der Diplomat George F. Cannon, amerikanischer Diplomat, damals in Moskau. Er schreibt in seinem Tagebuch am 8. Mai 1945, dass das Ende, ich zitiere ihn jetzt, des Krieges in Europa mich in besondere Hochstimmung versetzt hätte, ist mir nicht erinnerlich. Genau wie alle anderen war ich froh darüber, dass das Blutvergießen und die Zerstörungen aufhörten, dass es notwendig sei, den deutschen Narzissmus restlos zu vernichten, hatte ich nie bezweifelt. Aber die Umstände, unter denen der Krieg zu Ende ging, waren wenig tröstlich. 8. Mai, George Cannon aus Moskau. Hören wir Alfred Kantorowicz, Schriftsteller, Deutscher im Exil in New York, am gleichen Tag. Es ist gut, heute allein zu sein. Das also liegt hinter uns. Immerhin 12 Jahre, 12 Jahre, die die Verbrechen von tausenden Jahren angehäuft haben. Die Hymne des Sieges? Es gibt keinen Sieg. Es gibt am Ende dieses Krieges nur Besiegte. Eine dritte Stimme von Flora Neumann, ehemalige Auschwitz-Insassin aus Belgien am 8. Mai in einem Zug, in einem Rücktransport nach Belgien. Flora Neumann schreibt: Wir umarmten uns.
Keiner konnte es fassen. Mit anderen Kriegsgefangenen wurden wir per Eisenbahn nach Belgien gebracht. Nun meinte ich durchzudrehen, denn die Eisenbahnschienen hämmerten während der Fahrt in meinen Kopf. Lebt Bernie? Ich konnte einfach nicht mehr abschalten. In Auschwitz konnte ich nicht weinen. Nun, nach der Befreiung verlor ich die Nerven. Nora versuchte mich zu beruhigen. Und die letzte Stimme, die vierte Stimme eines Archivars, Historikers aus Frankreich, aus Avignon, auch vom 8. Mai, ganz anderen Typs, aber ich wollte Ihnen vier unterschiedliche Varianten hier vorstellen. Natürlich waren der gestrige Abend und der heutige Tag eine einzige Sauferei. Wie kleinlich waren wir doch in unseren Handlungen, Gesten und Gedanken angesichts eines so großen Ereignisses. Ich habe geweint und es schmerzte mich, nicht beten zu können, aber die Freude war nicht so spontan und zügellos wie 1918. Unter der Befreiung am 25. August 1944 war mehr Freude zu sehen. Die Menschen sind es überdrüssig, so viel und zu lange zu leiden. Zitat Ende. Vier Stimmen, neben vielen anderen, die Walter Kempowski verdienstvoll gesammelt hat. Und es lohnt sich, ich darf es noch mal empfehlen, die einfach der Reihe nach zu lesen, um ein Gefühl zu bekommen von der Ambivalenz der Erfahrung des 8. Mai. Jetzt will ich Sie fragen, Herr Wiese, wo waren Sie am 8. Mai 1945? Und darf ich Sie auch fragen, wie waren Ihre Gefühle, soweit Sie sich erinnern, wie die Gefühle damals gewesen sind? Am 8. Mai 1945 war ich bereits 7 Tage in russischer Gefangenschaft. Wie konnte das passieren? Rückschauend betrachtet ganz einfach. Januar 1944 eingezogen als Luftwaffenhelfer mit 15 Jahren. Die Batterie eingesetzt in und um Berlin. Im Januar 1945 auf dem Flughafen Tegel, damals noch in Barackenform. Die Batterie wurde geteilt. 2 Geschütze gingen an die Ostfront, 2 blieben in Berlin. Ich bin bei den Berlinern geblieben, die zunächst in einem Außenbezirk stationiert war und je näher die Front kam, je weiter rückten wir in die Innenstadt rein, bis zu dem Moment, wo wir unsere Geschütze stehen lassen mussten. Denn wir konnten die Innenstadt nur durch den S-Bahn-Tunnel erreichen. Eine Nacht im Zoobunker und dann die letzte Dienststelle, die Fahrkartenausgabe des S-Bahnhofs Bellevue. Die Soldaten hatten ihre Karabiner, wir selbst keine Waffen. Ein Schnellkurs in der Panzerfaust mit dem Auftrag, hinter der Siegessäule Wache zu schieben. Es passierte nichts, denn der Russe marschierte aus einer anderen Richtung gegen Berlin. Es kam der Befehl Ende April, die Stellung wird aufgegeben. Alles begibt sich nach Westen, der Armee Wenck entgegen, die Berlin befreien sollte. Und nun wälzte sich, anders kann man das nicht bezeichnen, ein ungeordneter Heerhaufen der verschiedensten Waffengattungen, der verschiedensten Dienstgrade auf der breiten Heerstraße von Berlin Richtung Spandau. In Spandau gab es den ersten Stopp, denn die Brücke über die Havel war gesprengt und man musste über die Trümmer der Brücke hinüber, wenn man weiter nach Westen wollte. Die Brücke stand unter Beschuss, gleichwohl die hinter uns stehenden Soldaten drängten nach vorne. Wir kletterten über diese Trümmer,
Ich blieb unverletzt und marschierte dann in einer Gruppe, gemischten Gruppe von etwa 10 Personen Richtung Westen, bis wir in das Blickfeld einer russischen Einheit gerieten, die ihre Geschütze auf uns richteten, und wir hoben die Arme. Wir wurden gefangen genommen, durchsucht, Uhren und so weiter. Eine Person möchte ich herausstellen. In unserer Gruppe befand sich ein Polizeibeamter in der damaligen grünen Uniform ohne Tschako, ein älterer Mann, der wahrscheinlich irgendwo noch den Verkehr geregelt hat. Dem wurde seine Uhr auch abgenommen. Er protestierte laut: Das ist eine Dienstuhr, die habe ich bekommen und quittiert, die muss ich auch wieder zurückgeben. Kommentar überflüssig. Er musste dankbar sein, dass die Russen ihn nicht verstanden haben, sonst hätte er mit Sicherheit viel Prügel eingesteckt. Haben Sie so etwas wie Angst verspürt in dieser Situation? Haben Sie so etwas wie Angst verspürt? Nein, komischerweise nicht. Das ist irgendwie, nein. Die russischen Soldaten haben auch uns nicht geschlagen, getreten oder was. Nein, sie suchten krampfhaft nach Wertsachen. Dann ging der Marsch weiter, die Gruppe wurde immer größer und schließlich marschierte ein langer Heereszug in einem großen Bogen um Berlin herum, bis nach Fürstenwalde. Dort wurden wir geschoren, entlaust und in der dortigen Ulanenkaserne untergebracht. Eingeteilt in 100er Gruppen mussten wir dann in der nächsten Zeit die dortigen Pinschwerke demontieren als Reparationsleistung an Russland. Die Soldaten, die älter waren und noch kräftiger, waren im Laufe der Zeit Richtung Osten abtransportiert. Zurück blieben dann im August 4 Jugendkompanien. Dann hieß es auf einmal, der Russe braucht diese Kaserne für eigene Truppen. Ihr werdet entlassen. Und so geschah es auch. Ende August war ich nach dem Buchstaben A der Zweite, der raus durfte, denn im Russischen ist das W ein B und der Herr Butze durfte nach A in die Heimat. Wie waren Ihre Erwartungen, in dieser Lage jetzt in die Freiheit zu kommen? Was haben Sie für Vorstellungen gehabt von dem, was Sie jetzt erwartet, als man Sie in diese Freiheit hineingelassen hat? Wie waren die Umstände? Wie sind Sie nach Hause gekommen? Zum Teil im Güterzug. In Berlin waren Berlin schon in die 4 Sektoren eingeteilt. Es ging etwas Straßenbahn, es ging etwas S-Bahn. Und mein Stadtviertel Friedenau, Schöneberg-Friedenau, ist relativ gut durch die Bombenangriffe gekommen, sodass ich dann pünktlich an meinem 17. Geburtstag zu Hause eintraf und unsere Wohnung war von Bombengeschädigten besetzt. Bei einer Tante im Haus kam ich unter und fand dort meine Mutter vor, die auf der Flucht von Schlesien bis in die Gegend von Merseburg gekommen war. Dort waren die Verwandten, die dort Verwandte hatten, stehen geblieben. Mein Bruder blieb da bei Pflegeeltern und meine Mutter hatte sich mit Zügen und so weiter dann nach Berlin vorgearbeitet. Wussten Sie, was sonst los war? Wir sind ja heute in einer Gesellschaft, in der wir uns permanent informieren. Wenn wir
Wenn wir unterwegs sind, informieren wir uns sofort über das Geschehen, heute über das Mobil. Wie haben Sie sich damals informiert über das, was los ist, was in der Welt und was in Deutschland passiert? Wussten Sie etwas davon? Auf dem Hof der Ulanenkaserne war ein relativ große Tafel aufgestellt, an der die tägliche Rundschau, Zeitung der SBZ, angeschlagen war. Dort war berichtet von der Konferenz in Potsdam, aber auch Bilder von der Befreiung der Konzentrationslager. Und ich sage es immer wieder, ich habe diese Bilder nicht für echt angesehen. Ich habe mir gesagt, das ist unmöglich, dass deutsche Soldaten, deutsche Wachmänner sowas anrichten. Das ist russische Propaganda. Und damit war das für mich zunächst erledigt. Das heißt, Sie hatten vorher auch nie etwas davon gehört? Nein. Weil es gibt manche Überlegungen heute, die sagen, es war ein offenes Geheimnis. Viele Menschen wussten etwas, ohne es genau wissen zu wollen, aber sie wussten nichts. Nein, als der Krieg ausbrach, war ich gerade 11. Kurze Zeit später wurde unsere Schule im Rahmen der Kinderlandverschickung auf über 1,5 Jahre nach Kärnten verlagert. Wir waren unter uns und der Bauernhof, der uns betreute. Zurückgekommen war ich dreiviertel Jahr vielleicht zu Hause und dann kam zum Januar 1944 die Einberufung des ganzen Jahrgangs 28, worunter natürlich auch viele Schulfreunde waren, die schon die Zeit in Kärnten verbracht hatten. Und wie hat sich dann Ihre Rückkehr ins zivile Leben nach Ihrem Soldatendasein, dem kurzen, ja, letztendlich vollzogen? Ich war froh und dankbar, dass ich ohne Verletzung die letzten Kriegstage in Berlin überstanden hatte. Was ich aber nicht wusste, dass ich im Handgepäck eine TBC hatte. Die wurde erst einige Zeit später erkannt. Ich habe etwas mit der Schule aussetzen müssen. Mein altes Gymnasium hat nicht mehr aufgemacht. Das wurde Volksschule. Und Friedenau hatte 2 Gymnasien. Und im alten Teil hatte ich dann einen Schulweg von 3/4 Stunde zum morgendlichen Unterricht. Aber wie gesagt, es war eine geschlossene TBC, insofern ja, natürlich wackelig und schwach, aber ich bekam eine bessere Lebensmittelkarte und täglich einen halben Liter Milch. Also Sie würden sagen, gemessen an den Umständen der Zeit, in denen ja viele Menschen gestorben sind, viele Menschen, die krank waren, sind gestorben. Ja. In der Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Menschen haben auch nicht genügend zu essen gehabt, haben kein Dach über dem Kopf gehabt. Insofern waren Sie, wenn man so will, der etwas Glücklichere in einer schwierigen Lage. Kann man das so sagen? Das ist in der Tat so. Und wenn ich vor Schulen spreche, versuche ich das, was Sie gerade gesagt haben, zu vermitteln. Aber es ist so gut wie unmöglich. Eine Schule in Darmstadt hatte sich das einfallen lassen, zu meinen Worten Bilder an die Wand zu werfen, zerstörte Straßen und so weiter. Aber es ist sehr, sehr schwer. Und wenn nicht eine gewisse Aufnahmebereitschaft auch dafür vorhanden war, ist das ein sehr schwieriges Brot, die Dinge klar zu machen. Wann ist denn der Zweite Weltkrieg und alles das, was Sie erlebt haben, irgendwie für Sie Vergangenheit geworden? Ja. Dass Sie gesagt haben, ich möchte damit jetzt eigentlich nichts mehr zu tun haben, ich will jetzt mein Leben gestalten, aufbauen, ich will was machen, ich will studieren. Ja,
Abitur 47, dann kam noch mal ein viermonatiger Sanatoriumsaufenthalt im Südharz und dann Beruf. Ich wollte Apotheker werden. Dazu musste aber der Amtsarzt von Schöneberg-Friedenau sein Plazett geben. Als ich mich ihm vorstellte und er hörte von den Vorerkrankungen, sagte er, können Sie vergessen? Nein. Glück im Unglück, im Sommer 1948, in der Blockadezeit von West-Berlin, diese 9 Monate, wurde die Freie Universität gegründet als Gegenstück zur Humboldt-Universität im Osten. In einer Blockadezeit, wo alles über die Luftbrücke nach Berlin gebracht werden musste, eine neue Universität zu gründen, mutig, ja, aber es waren viele Leute da, die entschlossen waren, das durchzuziehen. Ehrenrektor war der alte Professor Meinecke. Ja, aber was mache ich nun? Der Bruder meines Vaters war Anwalt und Notar in Neuruppin. Ja, dann gehen wir zur Juristerei und mit einem guten Schulfreund schon von der Volksschule her haben wir dann die ersten Semester recht und schlecht belegt. Mein Vater war noch in russischer Gefangenschaft und ich habe als studentische Hilfskraft in der im Aufbau befindlichen Universitätsbibliothek mitgearbeitet. Und meine Aufgabe war es unter anderem, die von der Bevölkerung nach einem Aufruf des Oberbürgermeisters gespendeten Bücher einzusammeln, einzuholen. Das brachte mich mit der Familie Bertha Drews in Verbindung, deren Ehemann, der Name ist mir leider im Augenblick nicht gegenwärtig, die Handbibliothek ihres Mannes, dem Theaterwissenschaftlichen Institut, stiften wollte. Also fuhr ich raus mit einem LKW und einem Fahrer und sammelte das ein. Neben mir stand ein junger Mann, 10 Jahre, der später ein bekannter und berühmter Filmschauspieler wurde, wie sein Vater auch. Aber wenn Sie von diesen vielen Erfahrungen jetzt sozusagen einen Sprung nach vorne machen und überlegen, was, ab wann ist sozusagen die Beschäftigung mit dieser Vergangenheit, die Sie selber erlebt haben als junger Soldat, zu einem Thema in Ihrer Juristerei geworden, zu einem Thema in Ihrer Tätigkeit hier in Frankfurt? Großer Sprung ja, jetzt. Also die Ermittlungen im Auschwitz-Verfahren waren 1958 aufgenommen worden, nachdem der sogenannte, es ist peinlich, aber die Namen, lassen wir mal raus, Ulmer Einsatzgruppenprozess abgeschlossen war und man merkte, wie viel, liebe Zeitgenossen, hier mit schlechter Vergangenheit noch frei rumliefen. Das war Anlass für die Landesjustizverwaltung, die Zentralstelle für die Untersuchung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg zu gründen. Und daraus entstand dann auch ein Verfahren bei der SDA Stuttgart, angeregt von einem früheren Häftling, Rögner, der ist nur wieder da, der Name, als Anzeige erstattet wurde. Und zwar gegen einen der Hauptbeschuldigten, Wilhelm Boger, Mitarbeiter der politischen Abteilung in Auschwitz. Boger wohnte im Bezirk der Staatsanwaltschaft Stuttgart
und wurde auch festgenommen. Das wusste Bauer natürlich in Frankfurt und er versuchte, den Landgerichtspräsidenten und meinen Chef zu überzeugen, das Verfahren von Stuttgart nach Frankfurt zu holen. Das gelang ihm aber nicht, weil beide Herren sagten, das ist viel zu umfangreich. Und dann kam die Geschichte, die Sie auch in dem Film Labyrinth des Schweigens gesehen haben. Ein Häftling hatte Unterlagen des Essen-Polizeigerichts in Breslau mitgenommen und die wurden Bauer über einen Journalisten der Frankfurter Rundschau Bauer vorgelegt und Bauer hatte sowas in der Hand, dass er beim Bundesgerichtshof nach § 13 das Landgericht Frankfurt für den Ausschussprozess bestimmen lassen wollte. Der BGH hat mitgezogen und so musste, wahrscheinlich ganz gerne, der SDA Stuttgart ihre entstandenen Akten, es waren ungefähr 10 Bände, nach Frankfurt abgeben und die Kollegen Vogel und Kügler haben dann 1958 die Ermittlungen aufgenommen unter den damaligen Bedingungen. Bitte kein Vergleich mit heute. Daran würde ich im Grunde gerne weitermachen wollen, wenn wir ganz viel Zeit hätten. Ich fürchte aber, dass uns die Zeit jetzt nicht gegeben ist, um die vielen ganz wichtigen Details und auch die Umstände der Durchsetzung, Durchführung des Auschwitz-Prozesses nachzuvollziehen. Lassen Sie uns doch lieber mit einer allgemeinen Frage zum Ende kommen, weil wir, glaube ich, das tun müssen. Die Frage wäre von meiner Seite aus, wenn Sie an den 8. Mai, um an den Anfang unserer Veranstaltung zurückzukehren, sich erinnern, zurückerinnern, 8. Mai 1945, wie sollen wir den heute politisch, gesellschaftlich angemessen würdigen? Wir führen seit Jahren, seit Jahrzehnten in der Gesellschaft der Bundesrepublik eine Debatte über Tag der Befreiung, Tag der Niederlage, Tag der Katastrophe, Tag der Schmach. Da gibt es ganz viele Ausdrücke. Richard von Weizsäcker hat als erster Bundespräsident 1985 von einem expliziten Tag der Befreiung im staatsoffiziellen Sinne gesprochen und damit auch die Erinnerung an den Holocaust verbunden. Wie würden Sie als Zeitzeuge, Mitwirkender im Auschwitz-Prozess, genau diesen Punkt bewerten im Hinblick auf die Frage danach, wie gehen wir heute angemessen mit dem 8. Mai 1945 um? Ich habe mir die Rede von Herrn Weizsäcker nochmal angehört. Und ich kann nur sagen, ich würde das als Pflichtlektüre für jeden zeitgeschichtlichen Unterricht an den Schulen ab Klasse 8, früher nicht, bestimmen. Ich bin ja, es klingt doof, aber es ist so, ein Kind der NS-Zeit. Ich bin 35 in die Schule gekommen, 39 zur Oberschule, mit 10 Jahren PIMF. Die Hitlerjugend hat bei mir keine Rolle gespielt, weil ich entweder in Kärnten war oder dann bei Luftwaffenhelfer. Ich persönlich würde mit dem Wissen von heute sagen, es war eine Befreiung. Ich habe damals anders gedacht, der Krieg ist zu Ende, keine Bombenangriffe mehr, du bist relativ heil über die Runden gekommen. Okay. Vielen Dank. Ich denke, das ist ein wunderbarer Schlusspunkt. Gerettet, überlebt und mit Zukunftszuversicht ausgestattet sind Sie in diese neue Geschichte hineingekommen. Und mein letztes Wort dazu wäre dann eigentlich nur festzuhalten, wir müssen aufpassen, wenn wir an den 8. Mai 1945 uns erinnern, den in seiner gesamten Breite, das war mein Versuch mit den verschiedenen Zitaten zu erinnern, es hat unendlich viele Menschen gegeben, die durch das Ende des Krieges, den Beginn des Friedens befreit worden sind, auch wenn sie gleichzeitig eine Niederlage erfahren haben. Und diese Ambivalenz müssen wir aushalten lernen und die sollten wir würdig erinnern. Vielen Dank, Herr Wiese, für Ihre sehr schönen Kommentare und vielen Dank natürlich für die Einladung hier nach Wiesbaden.
Sehr geehrter Herr Wiese, sehr geehrter Herr Professor Cornelissen, zum Ende unserer diesjährigen Gedenkveranstaltung möchte ich Ihnen im Namen des Hessischen Landtages, aber auch ganz persönlich, auch das will ich sehr deutlich sagen, für diese sehr beeindruckenden und nachwirkenden Worte und Schilderungen danken. Sie, verehrter Herr Wiese, haben uns teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen der damaligen Zeit. Und ich finde, dass Sie das in ganz eindrucksvoller Art und Weise gemacht haben. Und ich will Ihnen ein sehr deutliches Dankeschön dafür sagen, lieber Herr Wiese, dass Sie nicht müde werden in Ihrem Engagement für eine lebendige Erinnerungskultur, dass Sie an die Schulen gehen, nach wie vor an die Schulen gehen und Schülerinnen und Schülern erzählen, wie es gewesen ist. Und mir ist durch den Kopf gegangen, als Sie das erzählt haben, wie Sie 15 Jahre alt waren, was ist das für ein Land? Welche Brutalität muss ein Land haben? Welche Brutalität muss eine solche Führung haben, die ihre Kinder, ihre 15-Jährigen als Kanonenfutter verwendet? Und ich glaube, das ist eine Schilderung, das ist eine Geschichte, die heutigen Schülern und Schülerinnen erzählt werden muss. Aber auch Ihnen, verehrter Herr Professor Cornelissen, will ich im Namen des Landtages ganz herzlich danken, auch ganz persönlich ganz herzlich danken für die interessante, für die spannende und für die professionelle Einordnung und für die Sicht auf die Zeit um den 8. Mai 1945. Sie haben das ja eben gerade in der Frage und Antwort, dem Frage- und Antwortwechsel auch nochmal thematisiert. Wir haben die Diskussion hier auch geführt vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich im Rahmen der letzten Plenarrunde. Wie gehen wir mit dem 8. Mai um? Ist das ein Gedenktag? Soll das ein Feiertag sein? Wie macht man das? Und
Ich glaube, es ist gut und richtig deswegen, dass wir Dinge wie heute machen, dass wir an einem solchen Tag eben eine Einordnung vornehmen. Ich will aber natürlich auch Frau Schomeros und Frau Martini danken, die unsere digitalen Gedenkveranstaltungen hier im Historischen Musiksaal im Wiesbadener Stadtschloss einen sehr würdigen Rahmen verliehen haben. Und ich habe das eben gesagt, es ist wichtig, das zu tun, was wir heute tun, diese Erinnerung an den 8. Mai 1945, weil man sich gegenwärtigen muss. Und auch das ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, was Herr Wiese gesagt hat, dass für keine Generation in Deutschland die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit jemals abgeschlossen sein wird. Für uns Deutsche ist die wichtigste Lehre aus dieser Geschichte, aus der deutschen Geschichte, dass es eben für jedermann eine Pflicht gibt, nämlich für jedermann die Pflicht gibt, unter allen Umständen die Unantastbarkeit, die Würde jedes einzelnen Menschen zu achten und zu garantieren. Und ich sage das bewusst heute hier im Parlament, in der Volksvertretung aller Hessinnen und Hessen, für die demokratisch gewählten Abgeordneten eines Parlamentes wie dem Hessischen Landtag, gibt es eben auch eine Botschaft. Und diese Botschaft lautet: nie wieder Hass, nie wieder Krieg, nie wieder Ausgrenzung. Es soll nie wieder ein nationalistisches, sondern es soll ein europäisches Deutschland sein, an dem wir eben gemeinsam arbeiten und gemeinsam bauen, unabhängig von unseren politischen Überzeugungen. Und insoweit bin ich sehr dankbar, dass die Kolleginnen und Kollegen heute aus dem Hessischen Landtag hier sind. Die Fraktionsvorsitzende der CDU, Frau Klaus, der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Herr Wagner, die Vizepräsidentin des Hessischen Landtages, Frau Hofmann, der Fraktionsvorsitzende der AfD, Herr Lambrou, der Vizepräsident des Hessischen Landtages, der Kollege Dr. Hahn, und der Vizepräsident des Hessischen Landtages, Herr Dr. Wilken. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie heute gekommen sind, heute hier dabei gewesen sind. Und jetzt bleibt mir, Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meinen herzlichen Dank auszusprechen, dass Sie die heutige Veranstaltung virtuell begleitet haben, in der Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr diese Veranstaltung dann auch wieder als eine Veranstaltung in Präsenz durchführen können. Herzlichen Dank dafür, dass Sie dabei gewesen sind. Und jetzt hören wir noch einmal das Duo Brillante.